Also ich denke, es muss nicht so weit gehen, dass wir uns für diesen Punktgewinn entschuldigen müssen. Thank you.
Dementsprechend enttäuscht sind wir natürlich. Wir haben uns vorgenommen, hier zu gewinnen. Beim ersten Heimauftritt, das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben phasenweise guten Fußball gespielt, haben uns auch Chancen rausgespielt, gerade am Anfang des Spiels gute Möglichkeiten gehabt. Wir verlieren dann zwischendurch immer mal wieder den Faden. Und wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Mit leichten Abspielfehlern, wo wir einfach dann so ein bisschen aus der Ruhe geraten und dann den Faden so ein bisschen verlieren. Uns fehlt im Moment mit Sicherheit auch ein bisschen die Durchschlagskraft, die man braucht vorne, ein bisschen die Frische im Kopf. Auch da ist uns nicht klar, warum. Wir haben das Pensum deutlich runtergefahren. Es gab schon Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, das muss man sehen, um da reinzusprinten. Da fehlt uns ja im Moment so ein bisschen die Durchschlagskraft, die man braucht. Ja, wir sind, wie gesagt, enttäuscht. Wir, denke ich, uns tut diese Favoritenbürde auch nicht gut, hier gegen Gegner anspielen zu müssen, der defensiv steht, das Spiel machen zu müssen. Da haben wir ein bisschen dann die Ruhe auch verloren, die klare Linie verloren, um vielleicht am Ende noch mehr Chancen rauszuspielen. Und ja, letztendlich hat sich Halle den Punkt schwer erkämpft und wir haben eigentlich alles getan, was im Moment geht. Aber man sieht auch gerade, dass da noch Grenzen sind, die wir natürlich versuchen, schnellstmöglich zu überwinden. Danke sehr. Insgesamt okay.
schon, dass es sag mal, für uns etwas glücklich war, dass die Karlsruher von Beginn an sag mal, sehr dominant gespielt haben, dass sie auch die ein oder andere Chance dort hatten, auch mit Pfosten und Latte sicher das ein oder andere Mal Pech. Im Laufe des Spiels denke ich trotzdem, dass wir dann die ein oder andere Möglichkeit auch hatten. Ich denke da an die Konterchance von Andis Schala oder noch so ein, zwei andere halbe Chance, wo wir die Konter nicht richtig ausgefahren haben. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, können wir sehr, sehr glücklich sein mit dem Punkt. Danke. Dankeschön, Herr Köhler. Mike.